Alter, was geht ab, Leute? Hier auf dem Pogo-Kanal. Ich komme nach dem Training und einem extrem guten Mittagessen. Hab mir gerade ein bisschen Shisha-Zeugs gekauft. Wir sind hier an der Münchner Freiheit. Habt ihr jetzt ein paar Mal seit dem Comeback schon gesehen. Und ich zocke heute Peridot. Das Spiel ist vor einer Woche oder so rausgekommen. Ja, das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, wer seinen Peridot-Account gelöscht hat. Dessen Pokémon Go Account wurde irgendwie auch gelöscht. Fehler von Niantic, und die haben das irgendwie auf die Spieler, die Schuld auf die Spieler zugewiesen. Und irgendwas mit Pay to Win. Du kannst irgendwie einmal umsonst irgendwas nesten und danach kostet das alles, meinte ein Zuschauer. Der hat übrigens nach meiner Meinung gefragt, deswegen dachte ich mir, schauen wir mal rein. Weil früher habe ich gerne andere Go-Spiele ausprobiert. Es gibt ja immer so zwei verschiedene Lager, würde ich mal sagen. Die Menschen, die sagen, yo, Pokémon Go only. Das ist das Einzige, was zählt. Das Einzige, was taugt. Und dann gibt es halt die andere Go-Spiele, das Go-Konzept einfach mögen und andere Spiele testen. Mal schauen, wie das so funktioniert. Klar, andere Go-Spiele haben jetzt eigentlich versagt. Ich möchte nur anmerken, Jurassic World Alive ist immer noch alive. Das Spiel gibt es immer noch. Das habe ich früher gerne gezockt. Harry Potter und so, leider nicht mehr. Und Digga, was es seitdem alles gab. Leider haben wir nicht alles abgecheckt. Also ich hätte gern von jedem Video, von jedem Spiel zumindest ein Video gemacht. Hey, wir schauen mal rein. Naja. Ist so ähnlich wie bei Krypto. Es gibt so die Bitcoin-Maxis. Für die gibt es nur Bitcoin. Bitcoin und nichts anderes. Dann gibt es halt die anderen, die auch in Altcoins investieren, andere Coins. Und da versuchen, Potenzial zu sehen. Wir fangen mal an. Wir können irgendwas aussuchen. Das ist unser Starter anscheinend. Schreibt gerne unten in den Kommentar, ob ihr das Spiel abgecheckt habt und welches ihr genommen habt. Ich nehme den hier. Einfach vom Aussehen her gefällt mir das am meisten. Ich glaube, der ist auch am beliebtesten vom Aussehen her. So. Ein schwarzes Tier. Achso, übrigens. Also laut App Store Beschreibung. Tamagotchi neu gedacht, ist die Beschreibung. Mit Peridot wird der Traum zur Realität, eine Freundschaft zu magischen und niedlichen Wesen aufzubauen, die fliegen können, nie von eurer Seite weichen und eine geheime Schwäche für Sandwiches haben. Durch AR-Technologie bringt diese Haustiersimulation die skurrilen Peridots, kurz Dots, in unsere Welt. Peridot macht gemeinsam natürlich mehr Spaß, also holt eure besten Freunde, gendern, dinnen, an Bord, um neue Dots zu züchten, die die Merkmale ihrer Eltern erben. Ihr könnt auch Fotos machen und euren Freundinnen zeigen. Adoptiert euer eigenes Peridot. Diese Wesen wirken völlig echt, haben eine einzigartige DNA und sie sind die perfekten Begleiter im Alltag. Versorgt eure Peridots, damit sie ein gutes Leben haben. Lasst sie apportieren. Bringt ihnen Tricks bei. Streichelt sie und kleidet sie mit Hüten, Bärten, Fliegen und vielem mehr ein. Erkundet die Welt, geht nach draußen und erlebt die Welt aus der Perspektive eures Dots auf völlig neue Weise. Euer Dot ist neugierig auf die Umgebung und entdeckt auf euren Abenteuern möglicherweise verborgene Schätze. One Piece, Sir! Wenn euer Dot gerade besonders niedlich aussieht, könnt ihr den Augenblick in Fotos oder Videos festhalten und diese über soziale Netzwerke mit euren Freundinnen teilen. Kooperiert mit Freundinnen und anderen SpielerInnen, um gemeinsam völlig neue Dots zu züchten, die genetisch einzigartig sind. Geht den endlosen Möglichkeiten der Peridot-Archetypen gemeinsam auf den Grund. Die Tiere wie Geparden und Pfauen oder Fabelwesen wie Einhörnern ähnlich sehen. Seltene Merkmale können sogar kombiniert und an zukünftige Dot-Generation vererbt werden. Erweitert eure geliebte Dot-Familie, indem ihr coole Peridot-Archetypen und Merkmale freischaltet. Wenn ihr innerhalb des Clubs für Peridot Guardians aufsteigt, was? Erlebt eine packende Story rund um die mysteriöse, weitreichende Vergangenheit dieser Wesen und setzt alles daran, diese Spezies für zukünftige Generationen zu erhalten. Also was ich noch mitbekommen habe, ist so ein Interview von den Entwicklern und die meinten, die haben zuerst, also das kam nicht
sie wollten nicht zuerst ein Spiel entwickeln und dann haben sie es entwickelt, sondern das hat sich so irgendwie entwickelt, dass sie, dass daraus dann ein Spiel wurde. Wisst ihr, was ich meine? Das macht einen großen Unterschied zwecks dem Konzept. Und wenn die jetzt von der gleichen Geschichte und so labern, dann stimmt das ja nicht, weil die hatten erst das Spiel und dann mussten sie eine Geschichte drumherum entwickeln und erfinden. Und normalerweise hast du eine geile Geschichte und baust dann darauf das Spiel auf. Das ist halt so ein bisschen rückwärtsmäßig. Naja. Begibt euch noch heute auf diese herzerwärmende Reise und erlebt die Schönheit unserer Welt aus völlig neuen Perspektiven. Mit Erlaubnis des Spielers, der Spielerin, verwendet Abenteuer sinkt ihr. Okay. Puh. 3,6 bisher. Schauen wir mal kurz rein. In die Bewertung, nicht in die allgemein. Pay to play. Spiel ist süß, aber es gibt noch zu wenige Dinge im Spiel, die man tun kann. Nach etwa 2 Tagen hat man nicht wirklich etwas zu tun. Da man die Nester Glühwürmchen kaufen muss, um zu züchten. Was das eigentlich Hauptspiel ist. Ja, genau, davon habe ich gehört. Anfangs kann man nicht viel machen, aber es wird aber nach dem Aufleveln besser. Sehr niedliches Spiel, aber man muss auf jeden Fall Geld ausgeben, um zu züchten. Die erste Zucht ist noch umsonst, die zweite kostet dann 3 Euro und weitere dann 6 Euro. Tschuh. Design sehr süß so, aber ich kann nicht wirklich was machen. Technische Katastrophe, ja. Luft nach oben. Zucht nur gegen Echtgeld. Ja, das scheint das größte Problem zu sein. Zucht gegen Echtgeld. Wir haben den hier. Ein wahrhaft einzigartiges Geschöpf. Sie waren lange Zeit verschwunden. Wie soll denn dort heißen? Bitcoin, was sonstiger. Gleiche Bitcoin in Abkopf. Ja, das ist das Buddy-System. Oh Gott, ich habe jetzt schon keinen Bock. Ha? Er hat einen Löwenzahn gefunden, alles klar. Ha? Ach so, füttern. Löwenzahn gefunden. Ah! Einlösen, achso. Ach, das Spiel ist immer so. Es gibt gar keine Oberfläche, so wie bei Pogo. Verstehe, verstehe. Macht Sinn. Heißt ja ein Tamagotchi. Für alle, die sich beschweren, dass man nicht viel machen kann. Mit Tamagotchis konnte man auch nicht viel machen. Außer halt füttern, streicheln. Es gab ein paar, mit denen konnte man kämpfen. Wie Digimon, es gab so ein Digimon-Tamagotchi-Spiel. Oh mein Gott, das war ernst geil. Da konnte man die 2 Tamagotchis aneinander docken und dann gegeneinander kämpfen. Ich pack's jetzt erstmal heim. Dann gibt's noch ein Update davon. Die Gameplay-Map entdeckt. Und da kann man irgendwie züchten, wenn man auf einen der, ich sag mal, Pokestops oder Arenen klickt. Aber ich glaube zum Beispiel, das ist der Stop. Und da haben die irgendwas gemacht. Präsentieren. Ich kann eine Zuchtanfrage stellen. Mein Bitcoin ist noch zu klein, zu jung. Da kann man sogar Leute anschreiben. Da haben die hier so ihre Merkmale von den anderen. Weil wir wollen ja züchten und klasse seltene Merkmale. Aber was ich halt richtig crazy finde ist, die Anzahl der Menschen, die Peridot zocken. Hier überall, schaut mal. Es kann doch nicht so viele Spieler geben. Weil das Spiel ist shit.
abschließende Worte zu Peridot. Ja, mir taugt es überhaupt nicht, es spricht mich gar nicht an. Man kann nicht wirklich was machen. Es ist ein Tamagotchi, Tamagotchis kann man eh nicht wirklich was machen. Was schade ist, weil das Konzept ist eigentlich cool, mit dem AR, schöne Designs, ist eigentlich echt schön gemacht, schöne Grafiken. Aber ist halt so, so gar nicht mein Ding, so spricht mich so null an. Ich würde das meinen Kindern geben, so im Alter von 4 bis 7, die dann damit ein bisschen spielen können. Aber so regelmäßig viel, Digga, wer soll das zocken? Das ist so wirklich so, schaust ein paar Mal am Tag rein, Digga, und dann Digga, der Shop, what the fuck, was die da alles verkaufen? Richtig Cash Grab, man. Naja. Also, von den Go-Spielen, die ich bisher gesehen habe, ist das schon. Ich würde das nicht mal als Go-Spiel bezeichnen, weil das ist dieses AR-Ding, was sie integrieren wollen. So, diese Go-Spiele ist ja was eigentlich anderes dann wieder. Aber es ist schon sehr lame. Gut gemacht, aber echt lame. Naja. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Check die Videos, folgt mir gerne auf Instagram. Vergesst nicht, Pokémon Go ist serious business, man. Nicht Peridot, Alter.